Hallo, meine lieben Kreativlinge. Ja, Chaos nicht beachten, ich bin am Basteln, wobei ihr nicht viel seht. Seht nur das. Aber egal. Ich dürfte nochmal eine Kooperation machen mit Globaland, was mich unglaublich freut. Also nochmal vielen lieben Dank, Aviva, dafür. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Das kam gestern an und natürlich will ich euch das zeigen, was ich mir ausgesucht habe. Ich habe unterdessen auch für mich selber auch nochmal bestellt. Ach, die haben einfach so tolle Sachen. Und ich bin überzeugt von den Produkten, sonst würde ich nicht so viel kaufen davon und auch keine Kooperation eingehen. Beziehungsweise die zweite. Es kommt in einem Umschlag. Den Umschlag habe ich schon weg, weil da ja meine Adresse draufsteht. Dann war das Ganze nochmal in der Bubblefolie eingepackt. Ihr habt gesehen, ich habe es aufgeschnitten. Dann ist hier die Packing-List, also die Liste, was ich mir ausgesucht habe, beziehungsweise in dem Fall, also ne, Bestellliste. Und alles, was ich mir ausgesucht habe, verlinke ich euch unten im Shop, unten in der Infobox. Auch den Shop und natürlich einen Rabattcode, der Nata10 ist. Nata10. Ich muss jetzt echt überlegen mit den ganzen Rabattcodes. Mittlerweile sind es ja doch ein paar. Muss ich überlegen. Wie gesagt, das werde ich alles nochmal in eine Infobox verlinken. Dürft ihr gerne nutzen. Könnt ihr ein bisschen sparen. Sieht man leider gar nicht so viel. Ich dachte, da ist jetzt ein Bild drauf. Aber ist nicht schlimm. Das ist der hier. Wie gesagt, ich werde alles nochmal in eine Infobox verlinken. Dann braucht ihr nur noch draufklicken und den Warenkorb schmeißen, wenn euch die Sachen gefallen. So. Da habe ich mir einmal Tags ausgesucht. Natürlich habe ich auch Ideen, Inspirationen, was ich damit machen möchte. Die hier sind echt viele drin, ne? Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht. Sind echt viele drin. Und die hier. Ja, das waren die hier. Ich habe in der Zeit auch nochmal bestellt. Weil das sind Sachen dabei, die gefallen mir, aber ich habe keine Idee sofort. Aber bei den Sachen habe ich eben eine Idee sofort, deswegen habe ich mir die rausgesucht. Weil ich muss das ja relativ zeitnah umsetzen. Das ist die hier. Die standen auch schon tatsächlich ein bisschen länger auf meiner Wunschliste, bin ich ehrlich. Und ich habe eine Idee dazu natürlich. Wie gesagt, hätte ich es mir nicht ausgesucht, aber die finde ich allgemein so süß. So, dann die hier. Fokus. Das sind Briefmarken. Auch sehr cool. Sehr schön. Und dann die hier. Mit denen hier. Ach, die sind so süß. So süß. Und die Häschen, auch so putzig. Und das Miezekätzchen. Ach, die sind echt putzig. Aber das ist das, was ich gesagt habe. Die sind angelehnt an Originale. Die erinnern mich an, nicht, wie heißt denn die andere Firma da? Whimsy Stamps. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber die erinnern mich an Whimsy Stamps. Sind aber keine Kopien. Das ist das, was ich gesagt habe, was ich richtig positiv finde. Ja, das. Ich freue mich auf jeden Fall damit zu basteln. Erst mache ich meine Tags fertig, dann werde ich mich hinsetzen, aber in der Zeit kann das Video schon mal hochladen. Ja, nochmal vielen lieben Dank, Aviva, für die Kooperation, ja. Ich werde mir wieder Mühe geben. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen bei euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss, wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye bye!